Das Niedersächsische Wirtschaftsjournal zu Besuch auf der CeBIT, auf an Bord. Wir führen Gespräche mit Vertretern der Wirtschaft hier auf der CeBIT. Bei mir zu Gast Thorsten Herbst von AVC Service GmbH. Sie sind jetzt hier Aussteller auf dem Gemeinschaftsstand Niedersachsen. Was ist diese Möglichkeit für Sie wert, die Niedersachsen den mittelständischen Unternehmen hier einräumt? Also für uns war es letztendlich sehr wichtig, hier durchaus Präsenz zu zeigen für unsere normalen Kunden, für Neukunden, Geschäfte anzuwickeln. Und wir nutzen einfach die Möglichkeit, hier auf dem Gemeinschaftsstand tätig zu werden, weil es für uns auch vom Aufwand her überschaubarer ist. Wir haben einen geordneten Auftritt. Wir lernen letztendlich hier am Stand neue Kunden, andere Ideen kennen dazu und können letztendlich daraus vielleicht Geschäfte für die Zukunft entwickeln. Und haben letztendlich die regionale Nähe. Wir haben eine Niederlassung hier in Hannover und sind letztendlich wie ein kleines Heimspiel hier vor Ort. Würden Sie anderen mittelständischen Unternehmen, die diese Möglichkeiten vielleicht noch gar nicht kennen, des Gemeinschaftsstands Niedersachsen, dazu raten, das auch mal zu probieren? Also mit Sicherheit ist es eine Möglichkeit, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ne? Sowohl innerhalb der Messe als auch über die Möglichkeiten, die die Messe bietet, im Internet den Auftritt weiter für ein Jahr zu schalten. Wir haben verschiedene Werbemaßnahmen, die koordiniert werden. Es gibt einen Gemeinschaftsflyer. Wir haben ein Gesamtübersichtsblatt dazu und ich denke auch, und das machen wir auch, dass wir auch nach der Messe einfach nochmal damit werben und in der Zwischenzeit letztendlich so ein bisschen, ja, und aufmerksam auf uns machen. Dazu wird das schon dienen. Gut, dann wünsche ich Ihnen noch eine erfolgreiche Messe. Danke sehr für das Gespräch und die Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Dankeschön.